Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute bleibt die Küche kalt. Ich zeige Ihnen heute lediglich, wie Mayonnaise selber funktioniert. Eigentlich eine ganz leichte Geschichte. Man macht es kaum, ich weiß nicht warum. Ein paar Ableitungen habe ich Ihnen noch mitgebracht. Also sprich, wir machen heute mal grundsätzlich Mayonnaise, Mayo-Pommes und so weiter. Ne? Mayo. Dann machen wir Ableitung. Einmal Sauce Tartar, einmal Vitello-Tonato-Soße, einmal Sauce Remoulade. Ansonsten freue ich mich, dass wir jetzt das zusammen machen dürfen. Und auf geht's ab in die Küche. Mitgebracht habe ich Ihnen ein Grundding für Mayonnaise. Natürlich Eier, da vorne ein wenig Schnittlauch, Zitrone, das brauchen wir dann auch noch. Wichtigste ist das Eigelb, das Öl und der Senf. Das ist das Grundding für jede Mayonnaise. Und dann machen wir heute ein paar Ableitungen. Wir machen nämlich eine Thunfischsoße, also wenn Sie Vitello Tonnado machen, haben wir Thunfisch dabei. Dann haben wir Essiggurken, Kapern, Sardellen dabei. Das brauchen wir für die Sauce Remoulade. Und dann haben wir noch hier Ei, eins davon kochen wir. Dann machen wir noch eine Sauce Tartar. Und das sind so drei klassische Ableitungen. Man könnte noch eine Sauce Chantilly machen, das wäre dann mit Chili und geschlagener Sahne. Aber können Sie sich unendlich, Mayonnaise ist Mayonnaise. Wir fangen an mit, logischerweise, Mayonnaise. Ich habe hier KitchenAid stehen, nehme ich dann her, da sind sie nicht dabei, außer sie wollen dabei sein. Ich habe hier mal ein Ei, ich habe hier mal eine Schüssel. Schön ist, dass das nicht so eckig ist, sondern dass es mehr rund gehalten wird. Wenn Sie noch so einen kleinen Schlagkessel von zu Hause haben, dann nehmen wir es den her, das ist noch schöner zum Mayonnaise machen, weil nichts in einer Ecke hängen bleiben kann. Wichtig bei der Mayo ist, dass alles dieselbe Temperatur hat. Also Sie dürfen jetzt nicht das Ei im Kämmerler stehen haben, im Sommer 16, 18 Grad, wenn es blöd läuft. Das Öl frisch aus dem Kühlschrank und den Senf auch. Dann, ja, wie nennt man sowas? Es flockt aus. Ja, und das ist nicht die Idee an der ganzen Geschichte. Senf haben wir da drin, Eigelb haben wir da drin. Jetzt machen wir noch Spritzerchen Saft von Zitrone mit rein. Und dann haben wir mal unsere Grundmasse. So, mal hierher. Unsere Grundmasse, wo wir mit arbeiten können. Dann legen wir jetzt noch einen Lappen da unten drunter. Und dann nehmen wir jetzt unser Öl her. Grundrezept ist ein Eigelb, Viertel Liter Öl. Nehmen wir her für Mayonnaise, für Hollandaise, ist immer so das Ding. Ich nehme lieber ein Eigelb und 150 Milliliter Öl. Dann bin ich mal auf der sicheren Seite, haben Sie einen Nachteil oder Vorteil, wie auch immer. Sie haben ein bisschen mehr Farbe in der Mayo. Ja, und jetzt gehen wir her und rühren das langsam ein. Da haben Sie es natürlich schöner, wenn Sie, hoppala, also Bauch raus. Manchmal hat der Bauch auch einen Sinn. Ja, und jetzt schön einrühren hier. Schön wäre es, ich habe immer einen Stift, wo man das festhält. Siehst, ich habe gerade festgestellt, dass das gar nicht so leicht ist mit der Hand. So, jetzt haben wir es raus. Schaut ein wenig aus, jetzt wird man kuscheln mit dem Ding. Aber es hilft ja nichts. Am Schluss muss das schön verrührt werden. Und schütten Sie mal nicht zu viel Öl rein, dann flockt es nämlich auch aus. Schauen Sie mal, jetzt ist es schon ein bisschen fester geworden. Und so zieht man jetzt das hoch. Ja? Ei, wenn es zu fest wird, Wasser, ein paar Tropfen, wieder Eis, auch Öl. Wenn es so fest wird, ein paar Tropfen Wasser mit rein. Dann wieder Öl. Wenn es wieder zu fest wird, ein paar Tropfen Wasser. Und irgendwann haben sie einfach die Grenze erreicht, dass die Emulsion nicht mehr hält. Emulgieren tut in dem Eigelb das Lecithin, macht es quasi möglich, dass man Fett und Wasser zu so einer Masse zusammenkriegt. Ja. Und so machen wir jetzt das. Das mache ich jetzt ungefähr mit einem halben Liter Öl, vier Eier oder vier Eigelb und fertig. So, jetzt zeige ich es Ihnen aber noch. Das ist ein wenig deppert, mein Schüssel, da, wenn ich es gerade gelobt habe. So, schauen Sie rein. Das waren die ersten 0,2 Liter Öl, ein Eigelb und Sie sehen, eine schöne Masse. So kann ich jetzt schon meine Pommes drin dippen. Dasselbe anstrengend ist auch, draußen ist heiß. Dafür bin ich gleich zweimal stolz, dass für die Hitze die Mayonnaise so schön geworden ist. Den Rest machen wir jetzt im KitchenAid. In der Zwischenzeit schmeiße ich noch ein Ei
ins Wasser, hinten natürlich einstechen, dass uns das Ei nicht platzt, ein bisschen höher drehen. Und dann ist das in 8-9 Minuten auch fertig. So, mein Mayonnaise ist fertig. Ich lasse noch einmal durchschlagen hier. So, jetzt schauen Sie rein. So, üben. So, hier Mayo zum Abwinken. Das ist jetzt nichts, was zu Hause. Ja, das ist richtig schöne Mayonnaise. Flupp. So muss sein, schön locker, selbst gemacht. Man weiß, was drin ist. Hat natürlich einen Nachteil, dass die Haltbarkeit nicht so ist, wie wenn Sie jetzt eine aus dem Paket kaufen, weil die hält ja bis wahrscheinlich nach die 1000 Jahre noch essbar. Die selbstgemachte, da ist rohes Ei drin, Eigelb. Da muss man einfach mal Obacht geben, was man treibt und tut mit der Mayo. So, jetzt machen wir mal. Mit was fangen wir an? Vitello Tonnado geht am leichtesten. Wir nehmen einen Löffel, den habe ich gerade irgendwo gehabt. Jetzt ist er wieder weg. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt dann ein paar E-Mails, wo er steht. Genieren Sie sich nicht, das ist Thunfisch in Natur, nennt man sowas, glaube ich. Also nicht in Öl, sondern in Saft gegart. Einfach drunter mischen. Da kriegen Sie eine wunderbare Thunfischsoße zusammen. Das, wo Sie jetzt dann, wenn Sie einen Kalbsbraten dünn aufschneiden, Vitello Tonnado. Und jetzt haben wir dann die Möglichkeit, entweder man streut einfach ein paar Kapern oben drüber oder man hackt ein paar Kapern und macht es mit rein. Das ist in relativ vielen Rezepten, sind Kapern drin. Ich bin mehr der Freund davon, Thunfischsoße machen, klassisch über ihr Kalbfleisch dünn aufgeschnittenes Kalbfleisch drüber geben, dann Kapern drüber streuen, bisschen was Rotes dazu, schaut es toll aus. Also, Thunfischsoße ganz schnell. Brauchen wir nicht drüber reden, wie schnell das geht, wenn ich mir meine Mayonnaise kaufe. Dann geht es ja natürlich um 10 Sachen schneller, haben wir auch in Vorteil, wenn es draußen heiß ist. Dann müssen es, ja, wobei Angst haben ist ein blöder Ausdruck. Das Problem ist ja, wenn Sie heute Mayo selber machen, das abends zum Grillen mitnehmen, weil Sie irgendeinen Mayo-Sauce oder Ihren Nudelsalat gemacht haben oder ähnliches, dann ist das für diesen Abend überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn der dann irgendjemand aufhebt und denkt, 2 Tage später muss ich unbedingt diesen hervorragenden Nudelsalat probieren, und dann bei Ihnen anrufen und sagt, hey, da hat es mir mal richtig durchgerammt, also da war irgendwas nicht in Ordnung mit einem Nudelsalat. Da ist er nämlich selber schuld, wenn Mayo einen ganzen Abend am Grillbuffet außen steht, dann muss ich das auch danach entsorgen und nicht aufheben. So, jetzt machen wir Sauce Remoulade. Da haben wir jetzt gehackte Essiggurken, gehackte Kapern, gehackte Sardellen. Und das Ganze, ich glaube, ich habe meinen Löffel gefunden, der war da drin. Ich habe doch gewusst, dass ich gerade an der Hand gehabt habe. So, das Ganze dann zusammenrühren mit Mayo. Bisschen Schnittlauch oder gehackte Petersilie dazu. Puh, das sind wieder grobe Balken. Aber es kommt davon, dass ich noch ölige Finger habe. Tja, Ausreden. Ausreden, was da mit den öligen Fingern mit meinen Balken zu tun. Ich habe es einfach zu groß geschnitten aus in der Äpfel. Ist halt so. Stempeln wir es unter Homemade ab. So, jetzt haben wir Sauce Tartar, Sauce Remoulade haben wir jetzt. Zusammenmischen. Kennen Sie bei verschiedenen Gerichten. Was ist denn das berühmteste? Der Backfisch auf der Kirchweih. Der hat eine Sauce Remoulade dabei. So, Sauce Tartar. Ich habe hier noch Schnittlauch. Also, ich kenne Sauce Tartar, gekochtes Ei, Schnittlauch oder gehacktes Petersilie. Bisschen Chili, fertig. Es gibt aber noch selbe wie die Sauce Remoulade mit Essiggurkenwürfel, Schnittlauch und gekochten Ei. Also, das gekochte Ei ist die Pflicht-Ingredients für dieses Sauce Tartar. Hoppla, ich habe das Messer drüber geschoben. Und alles andere scheint ein bisschen sich zu verwischen mit der Sauce Remoulade. Wie gesagt, ich kenne es nur mit Ei, Schnittlauch oder gehackter Petersilie. Und fertig. Einmal so durchhacken. Ja, ist auch eine sehr schöne Alternative ist, wenn Sie nur Eigelb nehmen, verleiht dem Ganzen natürlich eine noch schönere Farbe. Aber ich mache das so gemischt schon gerne,
wenig Chili dazu. Wenn es Ihnen wieder zu fest wird, dann nehmen Sie einfach wieder Essiggurkenwasser. Ja? Also nie normales Wasser, sondern Essiggurkenwasser hat gleich ein wenig Säure, Zitrone, denn es ja sowieso rein. Also fertig. So, so leicht. Die Sauce Chantilly gibt es noch, ist auch so ein Klassiker bei den Köchen. Eine Cocktailsoße nehmen Sie ein. Also Sauce Chantilly haben Sie geschlagene Sahne drunter und Chili. Bei einer Cocktailsoße, was Sie von den Krabben kennen, nehmen Sie einfach Tomatenmark-Mayonnaise. Also Sie sehen, von der Mayo gibt es unwahrscheinlich viele Ableitungen. Probieren, schmecken Dutz. Et voilà. Mayonnaise haben wir selber gemacht. Sauce Tartar, Thunfischsoße für Vitello Tonnado und Sauce Remoulade haben wir mal hier gemacht. Die anderen Sachen können Sie entweder nachlesen oder Tomatenmark, Mayo, Cocktailsoße, ein wenig Cognac mit rein. Brauchen Sie nicht viel nachlesen, das können Sie sich auch merken. Ich finde, sehr schöne Alternative zu einem fertigen Bäckler. Tolle Geschichte, dass man selber gemacht hat. Schmeckt ganz anders, weil man es einfach selber gemacht hat. Viel Spaß beim Probieren. Bis nächste Woche.